Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Action-Haul für dich, denn ich war vor kurzem bei Action und die Tüte steht hier schon ein Weilchen rum und möchte gerne gezeigt werden und vor allem möchte ich sie gerne auspacken. Da ist nämlich einiges drin, was ich vernichten möchte und benutzen möchte. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ein paar Sachen habe ich tatsächlich auch schon ausgetestet und kann da auch schon ein bisschen was zu sagen, weil ich habe jetzt, also wir haben heute Donnerstag und ich habe, glaube ich, am Freitag die Sachen gekauft. Ja, genau, also vor fast einer Woche. So lange steht das hier rum. Also ja, ich habe mich beherrscht. Also wir fangen jetzt einfach mal an mit Essensprodukten. Da habe ich ganz klassisch dieses Soft Nougat geholt. Das hole ich immer, weil ich das sehr, sehr gerne mag. Mein Freund mag das nicht so gerne, obwohl der richtig gerne Nougat mag. Aber dieses Soft Nougat mag der nicht so gerne. Das ist nicht schlimm, denn ich mag's. Und ja, das kann man halt ganz gut naschen, wenn man zum Beispiel gerade ein Video schneidet oder so. Und ja, oder wenn man auf der Couch liegt oder so. Oder so, oder so. Problem ist, die Schokolade schmilzt halt bei etwas höheren Temperaturen. Und wie man bei mir wahrscheinlich sieht, es ist etwas wärmer heute. Ich war eben mit Sammy Gassi. Ja, bin jetzt etwas aus der Puste, etwas zerzaust und etwas... ich habe etwas Farbe im Gesicht, aber alles gut. Und ja, ich mache gerade ein Haul, ne? Genau, wir machen weiter. Da habe ich mir geholt, die waren neu. Jedenfalls habe ich die vorher noch gar nicht bei Action gesehen. Das sind diese hier. Diese, ja, Eimasken, oder? Eiweißmasken. With White Truffle Sheet Mask. Das ist eine Gesichtsmaske mit weißem Trüffel. Nee, die ist mit weißem Trüffel, die andere ist mit Ei. Ich dachte, die wären beide mit Ei. Die ist nämlich Helps Soothe Dry Skin und ich habe trockene Haut und das muss ja alles befeuchtet werden. Und das hier ist mit Eiweiß, genau, Sheet Mask for a Softer Skin. Das ist diese hier und irgendwie, ja, hatte ich diese Marke noch nicht bei Action bei uns entdeckt und deswegen habe ich die einfach mal mitgenommen. Und ja, deswegen ist sie jetzt hier und wird demnächst verwendet und das ist koreanisch und das freut mich. Ich weiß nicht, was für eine Marke das ist, das kann ich nicht lesen. Das ist ja immer bei diesen Masken auch ein bisschen schwieriger. Mascot Europe BV. Also im Prinzip kommt das aus Holland. Auch interessant, ne? Steht jedenfalls hier hinten drauf. Läuft. Ja. Wobei das ja eigentlich irgendwie alles holländische Marken sind, weil Action ist ein holländischer Markt, ne? Keine Ahnung. Okay, dann habe ich auch wieder klassisch mitgenommen die Rotolinos. Die finde ich ganz klasse. Mit Milchfüllung ist das. Das sind so, ja, italienische Süßigkeiten, die man beim Action kaufen kann. Keine Ahnung. Die schmecken wie Yes-Törtchen. Total lecker. Ist natürlich auch extrem kalorienhaltig, aber hey, ich mag es einfach gern. Und wenn man da nicht zu viel von isst, dann ist es auch alles vollkommen in Ordnung. Ebenfalls italienische Süßigkeiten sind Tortinas. Genau. Das sind welche, die halt exakt wie Yes-Törtchen schmecken. Und das andere schmeckt wie etwas gesündere Yes-Törtchen quasi. Dann habe ich noch mitgenommen. Ja, einiges an Süßigkeiten, ne? Aber die sind immer so toll. Das sind diese Zebrakuchen. Die hole ich mir da auch richtig gerne. Die sind halt auch quietsche süß, aber unfassbar lecker. Dieses Küchlein da drunter ist einfach so fluffig und lecker. Und dann hast du dieses... Da habe ich richtig Bock gerade drauf. Ich war heute von 9 bis 16.30 Uhr in einem Meeting. Also wir hatten einen Workshop, der richtig cool war. Da ging es um die moderne Landwirtschaft. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr euch die Landwirtschaft in 10 Jahren vorstellt. Denn das war so ein bisschen auch unser Motto heute. War ziemlich spektakulär. Okay, dann habe ich geholt, weil es mich nervt, Cetin, das ist eine Mottenfalle, da sind 3 Stück drin. Wir haben tatsächlich bei uns im Schrank auch ab und an mal so kleine Motten drin. Ich hatte, toi toi toi, Klopf auf Holz, noch nicht das Problem, dass meine Klamotten zerfressen worden sind. Also ich hatte mal in einem wunderschönen Abendkleid von mir so ein Mottennest mal entdeckt. Ja, ich wollte übrigens auch nochmal meine Abendkleidsammlung abdrehen, ne? Egal, auf jeden Fall, ja. Hilft sowas ganz gut und ich habe tatsächlich 3 Schränke und da kann ich das in jeden Schrank reinhängen. Wobei ich dann halt auch nicht den mit meinen Karnevalskostümen und mit meinen Abendkleidern abgedeckt habe. Egal, wir kriegen das schon hin. Ich wollte auch mal gucken, wie die einfach so sind, ob die was taugen. Wobei, wenn jetzt noch nicht so der Mottenfraß da war, dann kann ich das noch nicht so sagen. Ne? Egal, für das Gewissen habe ich mir die geholt. So kann man das beschreiben, ja. Dann habe ich hier ein Produkt, was ich auch schon getestet habe. Und zwar ist das von Elle ein Facial Hair Remover. Das ist einfach ein elektrischer Gesichtsrasierer. Den habe ich verwendet Samstag, glaube ich. Ne? Das ist auch schon ein paar Tage her. Der hat, glaube ich, nur 5 Euro gekostet. Wenn du das rausnimmst, hast du halt, siehst du halt, das ist einfach nur sau viel Verpackung und ganz wenig
Produkt ist. Ne? Also hiermit machst du quasi, das ist so ein Bürstchen, den Rasierer sauber. Ich glaube, der hat 4,95 gekostet. Und bei Balea gibt es ja aktuell einen für 14,95. Und eigentlich wollte ich den von Balea austesten. Habe den dann aber bei Action gesehen und den dann mitgenommen. Ja, da machst du einfach Batterien rein und dann hast du hier so einen Gesichtsrasierer. Und ich zeige ihn dir jetzt einfach mal in der Anwendung, wie das so bei mir funktioniert hat. Also ich möchte vor allem meine Härchen hier an der Oberlippe abrasieren. Da habe ich einfach, wenn ich jetzt so zur Seite gucke, man sieht es ganz minimal. Also ich sehe es halt. Ja. Und es sieht einfach schöner mit Foundation aus, wenn ich das enthaart habe. Normalerweise epiliere ich das ja auch ganz gerne. Aber jetzt habe ich den neuen, den will ich jetzt ausprobieren. Hier an der Seite habe ich auch ein paar Härchen, die ich abrasieren möchte. Und ja, ihr dürft so nah dranbleiben. Ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt gerade eine Batterie eingelegt und der Scherkopf schaut so aus. Das ist halt wie von einem Männerrasierer, die halt auch diese runden Viecher haben, ein so ein Ding. Ne? Das heißt, man kann da schön präzise mit arbeiten. Und wenn man den anmacht, ist er doch relativ laut, finde ich. Und er hat ein Licht. Bin sehr gespannt. Okay, bei den Kopfhaaren muss man hier ein bisschen aufpassen, weil hier sich dann Haare drin verfangen. Der ist ganz schön warm geworden, aber ich möchte jetzt auf jeden Fall noch zu Ende mein Gesicht rasieren, vor allem die Stirn auch auf dieser Seite. Aber es fühlt sich auf jeden Fall super angenehm an. Das tut halt nicht weh, es ist halt ein Rasierer, ne? Und die Gefahr, sich zu schneiden, ist mit solchen Produkten halt echt gering. Hört sich nicht mehr so gut an, jeder Ding. Ich habe jetzt eine ganze Weile rumrasiert und also zuallererst die Oberlippe ist haarlos. Ja, das sieht ganz gut aus und das ist das erste Mal, dass ich das schmerzfrei halt hingekriegt habe. Das finde ich ganz gut. Auch hier unten, das ist sonst immer eine ganz kritische Stelle, wenn ich das epiliere, hat gut funktioniert. Also tat nicht weh. Ich habe jetzt hier noch ein paar Härchen, wo ich gleich nochmal drüber gehen müsste. Ansonsten, ja, habe ich ganz zarte Haut bekommen. Hier oben an der Stirn habe ich auch gerne mal so Babyhärchen. Also mit dem Ding kriegst du Babyhärchen, aber du kriegst jetzt nicht irgendwie deine Augenbrauen damit rasiert. Ne? Dafür finde ich, ist der einfach zu schwach. Und der ist halt auch sehr warm geworden. Also wenn ich mir den so dran halte, ja, sehr, sehr warm geworden. Ja, ne, 5 Euro ist auch relativ günstig. Die gibt es jetzt gerade von Balea auch für 15 Euro. Ich weiß nicht, ob der von Balea besser ist zum, ne, weiß ich nicht, habe ich noch nicht getestet, aber so für die Oberlippe oder für um den Mund herum und für Babyhärchen finde ich den hier jetzt eigentlich ganz gut geeignet. Ja, und im Nachgang muss ich sagen, es war ganz gut, aber man hatte schon oder man hat es nach wie vor so Stoppeln. Normalerweise epiliere ich ja mein Gesicht und habe dann wirklich eine ganz, ganz glatte Haut. Natürlich auch eine sehr mitgenommene Haut, weil Epilieren ist jetzt nicht ohne für die, vor allem für die feine Gesichtshaut, aber wenn man es einfach mal kurz haben möchte, dass man sich hier so den Damenbart wegmacht oder hier zwischen den Augenbrauen die feinen Härchen. Hier oben würde ich das nicht so unbedingt empfehlen, weil du dann wirklich eine ganz, ganz, ja, stoppelige Stirn hast und das ist irgendwie meiner Meinung nach als Frau ziemlich uncool. Muss jeder einfach mal für sich selber entscheiden. Ich persönlich werde dann wahrscheinlich eher beim Epilieren bleiben, aber für, wenn es mal schnell gehen muss und ich jetzt kurz vorm Video zum Beispiel mal eben schnell meinen Damenbart epilieren oder weghaben möchte, nehme ich das hier, also rasieren ist es dann ja quasi und nicht epilieren, weil wenn ich mich jetzt direkt vorm Video epilieren würde, dann hätte ich hier ja, halt eine sehr, sehr gereizte Haut und wenn ich dann Make-up und Foundation und all so ein Kram drüber geben würde, wäre das glaube ich nicht unbedingt gut für meine Haut an sich, weil ich weiß es nicht. Sollte man nicht unbedingt direkt was drauf geben, finde ich. Aber gut. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall dieses Moped und das bleibt jetzt hier auch auf meinem Schminktisch und wird dann halt auch entsprechend bei Bedarf verwendet. Finde ich ganz klasse. Was ich doof finde, du hast hier halt echt richtig viel Müll für so ein kleines Teil. Das muss nicht sein, meiner Meinung nach. Gut, ich habe noch mehr Süßigkeiten mitgenommen. Und zwar Kuchen gefüllt mit Apfel. Oh, und das ist ja diese Patisserie-Marke, ne? Finde ich total großartig. Oh.
richtig, richtig geil. Das ist einfach Apfelkuchen. Das sind 6 kleine Mini-Küchlein, die kannst du einfach mal so zwischendurch essen. Noch mehr Süßigkeiten habe ich mitgenommen. Und zwar Aprikosen, Gebäck mit Aprikosenfüllung. Die sind ein bisschen trocken. Also du musst da schon irgendwie einen Kakao oder einen Kaffee zu trinken. Ansonsten wird das Ganze ein bisschen zu trocken sein. Aber es ist richtig lecker. Ich mag das einfach gerne. Und für, wie gesagt, mal eben zwischendurch ist es echt eine gute Geschichte. Dann habe ich noch ein bisschen was mitgenommen und einmal ist das hier ein Insektenkiller. Ja, wir haben hier, da wir ein bisschen ländlicher wohnen, einfach auch mit Insekten zu kämpfen. Dann hast du hier kleine Fliegen und alles mögliche und das hier ist halt extrem gegen Fliegen, weil hier überall Fliegen drauf sind, ne? Das steckst du so in die Steckdose und dann geht das halt hier vorne in dieses Kram rein und dann macht's und dann sind die geburnt, glaube ich. Naja, wir gucken einfach mal. Denn ich habe mir noch ein zweites Insektenentferner-Gedönsen geholt. Und zwar ist das dieses hier, was man an den Strom auch anschließt. Ja, Nortec. Ja, ich habe mir da mehr von verhofft, muss ich gestehen. Ich habe das direkt bei mir auf dem Schneidetisch, auf unserem Esstisch gehabt. Und da ist kein einziges Vieh reingekommen. Und das seit letzter Woche Samstag. Genau. Und wir haben Donnerstag, Leute, ne? Ja. Du kannst es theoretisch aufhängen, das fand ich ganz praktisch. Du hast hier halt so ein Aufhängegedöns und deswegen ist das Stromkabel wahrscheinlich auch oben rum, ich weiß es nicht. Denn zum normalen Hinstellen finde ich das recht unpraktisch, dass es oben ist. Wenn du es dann reinsteckst, dann werden die Lämpchen hier oben blau und dann kommt hier ein Ventilator. Ich glaube, der soll dann entsprechend die Sachen anziehen, aber der hat nicht wirklich Zug. Und ja, dann hier unten kommt dann halt die Luft wieder raus. Und hier drin wären dann theoretisch die Viecher. Da ist aber kein einziges reingekommen in der ganzen Zeit. Das ist super ärgerlich. Ja, ich hatte mir, wie gesagt, mehr davon erhofft. Von der Lautstärke her ist es wie ein, ja, als würde da der Nachbar deines Nachbarn Rasen mähen. Und du hättest die Tür zu, die Fenster zu. So ungefähr hört sich das an. Es ist jetzt nicht super laut, aber du nimmst es schon wahr. Genau. Dann habe ich mir noch geholt so Füßlinge. Die hatte ich schon mal und die habe ich mir jetzt einfach nochmal nachgeholt. Das sind diese Footies. Und die finde ich eigentlich als Sneakersocken richtig klasse. Ich habe das auch letztens in meinem Rossmann-Haul gezeigt, glaube ich. Oder DM-Haul? DM-Haul war das, glaube ich. Dass ich mir auch wieder Füßlinge geholt habe, denn ich musste echt einige neue haben. Das ist jetzt One Size, passt mir mit meiner Schuhgröße 41 wohl ganz gut. Und die kannst du bei 40 Grad waschen und das ist eine ganz gute Geschichte. Ich finde auch, dass die Füße dadurch jetzt nicht immens stinken. Ich habe das manchmal, wenn ich Perlonstrümpfe trage. Zum Beispiel heute habe ich eine Perlonstrumpfhose getragen. Da musste ich erstmal Schuhdeo zu Hause benutzen und Fußdeo. Ansonsten wäre das nicht tragbar gewesen. Ja. Achso, ich habe mir da noch ein weiteres Pack von geholt. Also insgesamt 4 Paar. Dann, ja, Erdbeerwoche, ne? Ich habe mir jetzt OBs nachgekauft. Ich nehme zwar auch meine Menstruationstasse, aber die kann ich hier nicht jeden Tag tragen. Und sowas habe ich dann halt einfach auch mal auf der Arbeit stehen. Und ja, das musste jetzt einfach mal wieder sein. Da sind 16 Stück drin. Gibt es auch manchmal bei Action. Und jetzt kommen wir zu dem Ding, weswegen ich eigentlich bei Action war. Und zwar habe ich so nach schönen Aufbewahrungsbehältern für im Kleiderschrank gesucht. Weil wir haben ja so Hängekleiderschränke, Kleiderschränke und darunter haben wir halt Platz und da wollte ich halt so Kästen hinstellen. Ich wollte mir was holen, was jetzt nicht so ultra teuer ist, aber trotzdem schön. Und da habe ich die hier gesehen und direkt mitgenommen, weil ich die so schön finde. Ich habe davon 4 Stück geholt. Ja, das sind einfach so kleine Truhen und da kann man dann auch einfach so Sachen reinmachen. Ne? Keine Ahnung, irgendwie einfach mal Unterbüchsen oder sowas. Und ja, es ist halt einfach mit so einem Aufmachverschluss schlau. Und dann hast du hier einfach. Das finde ich total cool. Und wir haben ja bei uns sowieso diesen modernen Landhausstil. Und da passt das auch. Auch wenn es im Schrank ist, möchte ich, dass es im Schrank auch schön aussieht. Und deswegen habe ich da 4 Stück von geholt. Und die kann ich gut bei mir in den Schrank packen. Und da kann man dann Sachen reinmachen, die vielleicht nicht unbedingt gesehen werden sollen, wenn man direkt den Schrank aufmacht. Ich weiß es nicht. Fand ich auf jeden Fall ganz gut. Und das hier ist so, ich glaube, die mittlere Größe davon gewesen. 24 x 15 x 18,5 cm. Ich stehe voll auf diese Truhen. Ich finde die richtig schön. Die kannst du theoretisch auch überall hinstellen. Wir haben auch 2 kleine davon bei uns neben der Terrassentür stehen. Einen links, einen rechts, einen für meinen Freund und einen für mich, wo wir dann halt auch so Sachen reinpacken. Ne? So kleine Sachen. Keine Ahnung. Schrauben packt mein Freund da rein. Ich packe da so, was ist bei mir drin, so Seifenblasen, Sachen und so sind da drin. Egal. Auf jeden Fall fand ich die toll und die dürfen jetzt bei uns auch in die Kleiderschränke einziehen. Genau. Das war jetzt mein kleiner, aber feiner Action-Haul. Sammy läuft hier schon die ganze Zeit durch die Gegend, ist ganz nervös. Und ja, ne?
Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, die ich so gemacht habe. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!